Ja, hallo liebe Xbox-User. The overpowering Ich stench in the spiele wards. weiter The Town of Light. Und ich spiele direkt einfach da weiter, wo ich vorhin im letzten Let's Play gespielt habe. Es gibt jetzt deutlich mehr hier irgendwie zu erkunden. Okay, 2 von 8. Ich weiß nicht genau, was ich da jetzt gefunden habe. Experience? Nein, das sind, glaube ich, einfach. Sind diese Tagebucheinträge, oder? Ach, da kann man so ein praktischen Artwork, ein kleines Kunstbüchlein. Ja, das wäre in echt halt interessanter als digital. Ich finde sowas immer sehr schön, aber ich halte sowas lieber gerne in Händen. Das so freizuschalten ist so eine Sache, aber. Oh, was ist los? Ist da Tinte im Erste-Hilfe-Kasten? Das ist ja mal. Ja. Ich finde es immer süß, dass man die Objekte so anschauen kann, aber es bringt ja nichts. So in Sherlock Holmes kann man zumindest irgendwie so kleine Rätsel damit finden oder so. Oder man könnte hier telefonieren oder zumindest. Es scheint halt so sinnlos. Ich glaube, hier war ich schon mal drin, ne? Ich weiß nicht mehr genau, was ich alles schon gesehen habe und was nicht. Ich glaube, ich habe schon diese Objekte alle einmal angeschaut. Ja, genau, das sind die Anatomiebücher. Ist das Weiße hier? Okay, das ist auch so ein. March 12th, 1938. Renee T., 16 years old. Menstruation at age 12. Housewife. Father unknown. Mother a seamstress. Admitted an observation yesterday morning from Pontedera, accompanied by a police officer Ja. authorized by the examining magistrate of the Also Court ich of persönlich finde Pisa sowas nicht sehr to be spannend. admitted for a psychiatric evaluation Ich in möchte halt Chief nicht ein Cornell. Hörbuch haben oder Medical lesen. certificate. Mental Ich illness kann es noch nicht preceded by mal. warning Ich kann signs. es noch nicht mal Has suffered from überspringen. depression for a year, believing she had tuberculosis, food deprivation. We can't read this document. It is forbidden. We mustn't. If they find out, there will be trouble. Oh, okay, das ist jetzt zum ersten Mal, dass ich eine Auswahl habe. It talks about Renee, talks about you, so you have to read. Don't be scared. So ein Quatsch, das ist ja alles eine Geschichte, also lesen wir. Ist das? Have you ever wondered who you are? Yes, of course you've wondered. Mit wem redet sie denn da? Ich verstehe das jetzt gar nicht. Also, hä? Ich dachte, sie redet mit sich selbst. Relative, maybe a child. Das war falsch. I never had children. I don't think. Let's read it. I must understand. I must remember. She is frightened, hears noises and Okay, das ist Teil ghosts, vom Spiel. presents serious signs of anxiety, psychosis, suffers from hallucinations. She is anxious, confused, her expression is distressed, a questioning look as if terrified, disoriented. She feels confused, hears voices shouting in her head. She doesn't understand things properly. She has been feeling unwell for 2 or 3 months. When questioned, she replies, "My mother wants to hurt me. I am always scared of her. She chases me. Why are you here?" I argued with my mother and was so upset that I felt like my head was spinning. There was a woman there who wanted to force me into a life of prostitution. They wanted to condemn me to be burned at the stake. Children whispered, called my name. March 16th. Ich She weiß immer couldn't sleep last night. noch nicht, um They wen es wanted geht. to condemn her to be burned at the stake. Ich habe immer noch die April Story nicht ganz 4th. verstanden. Transferred to the calm ward, still under my supervision. Yes, that's true. The ward where Amara was. Yes, the stake. The children wanted to burn Renee. She had to pay for what she'd done, like witches at the stake. Ich
So many things frighten me. Ich weiß nicht genau, wer das ist, der das beantwortet. There was no mercy or understanding in the town of light. April 21st. Das ist ein bisschen seltsam. And is responding to questions, complains of headaches. She became agitated when she found out her mother was there. She says that one day, many years earlier, she was with a friend of hers and met a man who made her get into a car and took her for a ride. He made her smoke cigarettes and drink liquor, and the man showed her certain things. He tried to hurt her and made her go crazy. She says he promised to marry her and made her swear to keep what had happened a secret. The facts were essentially confirmed by her mother. Ich verstehe das nicht. After that, she became arrogant, impatient, and hostile towards her family, especially her mother. She started taking off her clothes in public. Her moods would swing from laughter to tears. She rants. She pleasures herself. I can't remember these things. Only the guilt, the stake. I know I deserved to pay for that guilt. I knew it even then. Ja, einfach weiter. She was uncooperative during the examination. She didn't want to be stripped and her body remained rigid. Voluntary attention almost totally absent. Probable hallucinations. April 25th. Confused ideas. Unable to maintain a spontaneous conversation. Reflexes all normal. Reactive pupils. Let's find Amara and we'll find the full medical records. Okay. Es war also Teil. Es war also Teil der Story, dieses Büchlein zu finden. Aber ich werde alles weiter noch untersuchen. Also, das Spiel macht mir jetzt weniger Angst als am Anfang. Das war eine viel gruseligere Atmosphäre, weil man nicht so richtig wusste, was auf einen zukommt. Schlüssel werden praktisch, aber ich kann sie wohl nicht nehmen. Aber mittlerweile ist es vollkommen okay. Und es ist nicht so, da ist doch was drin, kann ich das nicht nehmen? Nö. Aber mittlerweile ist es eher traumatisch oder traurig und verstörend als wirklich gruselig. Also der Gruselfaktor ist so ein bisschen vorbei. Ja, ich habe ja eine Taschenlampe. Ist ja auch so ein Witz. Ja, jetzt mach halt auf. Nee. Wie, do you really want to skip? Ja, weil sonst ist ja nichts da. Ich kann das ja nur gucken. Weglegen. Da war ich ja schon mal, aber ich guck trotzdem nochmal überall, ob ich nichts finde. Ja, die Puppe ist immer noch da. Hier ist es immer noch zu. Ja gut, kann ich öffnen, ist aber nichts drin. Ja, ich muss wahrscheinlich jetzt irgendwann mal wieder runter, die Treppen runter. Aber erstmal guck mal hier. Hier ist noch nichts, oder? Nö. Ist auch abgeschlossen. Man kann übrigens auch die Backtaste drücken, ne, zum Hilfe suchen oder Hilfe fragen. Dann sagt sie einem im Prinzip, ich muss jetzt dahin gehen oder so. Dann muss man den Weg natürlich selber finden. Zumindest hat man eine Richtung. Jetzt sind mal diese Patienten, Akten. Hier war das, diese komische Vorstellung. Genau. Aber hier kann man auch irgendwie was damit machen, aber ich
Ich glaube, es geht einfach nicht mehr. Es funktioniert nicht mehr. Kann so an allen Hebeln ein bisschen drücken und ziehen und ich nehme an, dass einfach wegen dem Strom, der abgestellt ist, die ganzen Zeiger sind ja kaputt. Gut. Dann gehen wir halt wieder nach unten, oder? The grounds at the back of the hospital and then down to the kitchens. Grounds at the back of the hospital and down to the kitchens. Ich muss jetzt hinter, also muss ich wieder raus, nehme ich an. Ich kann noch ein bisschen hier rumsuchen, ob es nicht doch noch irgendwo was aufzunehmen gibt, aber ich glaube mal nicht, wobei ich sagen muss, dass man am Anfang auch alles erkunden konnte und verschiedene Objekte erst im Nachhinein dann da erschienen sind. Was ich ziemlich, ja, wie soll ich sagen, nicht unfair finde, aber das ist schon irgendwie tricky, weil dann muss man ja alles halt nochmal analysieren und nicht zu gucken, ob jetzt plötzlich ein Objekt da liegt, obwohl ich vorher schon alles durchsucht hatte. Deswegen will ich nur nochmal sicher gehen und nochmal alles durchschauen. Das war es, war nichts. Im Badezimmer war sowieso im Generellen tatsächlich nichts. Ach, hier geht's plötzlich raus. Okay, da ging es vorher nicht raus. Oh, und es... Ah, hier war ich ja schon. Ja, stimmt. Hier war ich ja schon. Das ist... genau. Gut, da geht's raus. Oh, diese Pop-Ups waren krass, ne? Habt ihr das gesehen? Mal gucken, ob ich das nochmal reproduzieren kann. Oh ja, das sind heftige Pop-Ups. Also das baut sich nur langsam auf. Das finde ich ein bisschen schwach. Also technisch ist da deutlich mehr drin. Und da kann man auch sagen, was man will. So eine Xbox One X macht es da auch nicht größer. Ach, ich kann hier nicht raus. Ich muss tatsächlich... Ich kann nicht mehr zurück. Muss ich tatsächlich den einen Weg gehen. Gut. Aber wie gesagt, also das ist sowas... Das ist eine Programmiersache. This is the road we used to take. Alles weiß. If it weren't for her, in the grounds on that bench in spring, so many days. It was an escape, watching nature around us as she talked and smiled. And then there were the kitchens. Sometimes we stole food and ran back to the bench to eat it in secret, and we laughed. Na, ich glaube, lange habt ihr nicht gelacht. Das Spiel ist zu ernst für sowas. She did things to me. Sometimes she touched me. Selbst die Frauen vergewaltigen die Frauen. For the first time. It was a shiver that warmed my soul. Oder ist es jetzt gut? The light slipped away. Könnte sein, dass sie darin eine gewisse Befriedigung oder Beruhigung sucht. Also könnte natürlich auch sein, dass es ein lesbischer Charakter ist, aber ich nehme mal eher an, dass es die She wasn't in the system. He wouldn't let her in. Freundliche That's it. Die She Freundschaft must be the key to my memories, to the reasons why. Bin ich schon Kapitel 6, okay. Überall im Mülleimer liegen Flaschen und so. Diese komische Baustelle. Überall alles analysieren und schauen, ob nichts irgendwo versteckt ist. Ah, nö, sieht nicht so aus. Ist mir alles auch ein bisschen zu statisch, ne? Man kann ja mit nichts interagieren. Wirklich mit gar nichts. The scent of spring. The land of light was far away, and we spent the days chatting on the stone benches. Aha. Tja, so wirklich weit kommt man da nicht. Also ich, oh, da ist eine Notiz, die, also bevor ich irgendwie groß weitergehe, wieder ins Gebäude rein, muss ich mir die Notiz auf alle Fälle holen. Ich gucke gerade, ob man nicht irgendwo weiter hochkommt. Nö. Nicht so aus.
Da geht's auch nicht weiter hoch. Das Höchste, wo geht es? Na, oh, springen wir einfach runter. Oder? Ja. Nee, was? Ich kann nicht runterspringen? Schade. Aber immerhin habe ich einen Erfolg dafür freigeschaltet. Ich gehe jetzt mal wieder drumherum. Nature helped me to forget, to escape from the system. Das war ein krasses Pop-up. Von einem Schlag auf den anderen war alles voll mit Pflanzen. Boah, das ist schon ziemlich heftig, also. Gucken, ob hier nichts ist. Wahrscheinlich nicht, aber es ist auch so. Also billig umzäunt, also. Hier gibt's gar nichts zu holen, gar nichts. Ich finde das ein bisschen traurig. Ich kann ja einmal komplett drum rumlaufen, aber. Ja, super. Da ich ja weder sprinten noch sonst was kann. Ich kann nicht springen. Ich kann die Taschenlampe an- und ausmachen. Ja, dann gehen wir mal wieder in die Richtung. Da wird auch gleich wieder viel aufploppen, nehme ich an. Ist hier was? Nö. Diese Bank ist auch nix. Sieht sehr gemütlich aus, so eine steinerne Bank. Steinerne Bank. Wenn sie sich nur nicht halt so langsam bewegen würde, ja. Käme man im Spiel auch schneller voran. Oh. Okay, das war eine Erinnerung. Und da ist auch eine weitere Notiz. Ist alles zu? Zu. Ach, hier ist das Glashaus. Wieder. Kommt man denn da rein oder nicht? Von keiner Seite da rein. Hier kommt man rein. Ha! Okay. Ach je, alles voller Erinnerungen. Selbst so bestimmte Objekte poppen hier auf. Ist auch unglaublich schwer zu erkennen, ob ich der Cursor erscheint oder nicht. Ist teilweise doch sehr hell ist. Kontrast zwischen hell und dunkel ist halt relativ krass. Also auch für die Augen, ne? Also ich meine, so ein Zeichen spielt. Wie, jetzt ist es plötzlich offen, jetzt kommt man plötzlich von der anderen Seite auch rein. Tja. Ach nee, das ist. Da ist das, da ist das ursprüngliche Glas, was das ich meinte. Aber da kommt man wohl immer noch nicht rein. Sieht auf alle Fälle nicht so aus. Ich habe gewundert, dass jetzt nirgendwo mehr weitere Notizen lagen. Bin sehr spärlich. Weil dieser Müll. Ich weiß nicht, wo diese Einkaufswagen immer herkommen, ja, bitte, also. Das muss mir mal einer erklären, ja. Wie weit muss ich denn diesen Einkaufswagen schleppen, ja, wenn mal einer irgendwo steht, aber. Das ist, überall sind hier Einkaufswagen deponiert, hier, da ist auch wieder einer. Weiß ja nicht, ich meine, allein schon durch diesen Matsch, das zu transportieren, ist ja weit. Ja, das ist. So, ich nehme an, hier geht's rein. Jo. Gucken wir erstmal hier an der Seite nochmal. So wie ich das Spiel kenne, ist hier trotzdem nichts. Das ist alles relativ offensichtlich. Außer der Cursor leuchtet nicht auf. Aber ansonsten ist es sehr offensichtlich meist. Es liegt nichts hinter irgendeinem Busch oder irgendeinem Baum versteckt.
Dann gehen wir mal wieder rein, würde ich sagen. Jetzt sind wir halt im auf der untersten Ebene. Das sieht schon ein bisschen gruselig aus. Die Küche. Da können auch die gruseligsten Experimente ablaufen. Kann nur öffnen, kann ich wirklich reinschauen. Das vibriert. Come on, let's look everywhere. She must be here, I'm certain. Ja, sie versteckt sich bestimmt in einer der Töpfe. Aber wer ist sie? Ist es wieder eine Puppe? Man kann irgendwie nicht wirklich reinschauen, das ist ganz komisch. Kommt nicht nah genug an die Dinger ran. Wird so gruselig gemacht, aber es ist eigentlich jetzt eine normale Szene, wo gekocht wird. Kann sich auch nicht bücken. Keep looking. We mustn't give up. Kein Stress. Ich gucke das jetzt alles in Ruhe an. Und überall stehen die Flaschen. Bisschen aus so, als ob ein paar Penner halt hier gewesen wären. Ja, okay, es geht hier definitiv rein. Geht's hier rechts auch Where could rein? she Nee. be? We've got to talk to her. Everything will be all right. But being here now, Da ist auch I alles don't zu. like it. Come on, let's look for her quickly. Ja, mach keinen Stress hier. Also hier geht's offensichtlich rein. So. Jetzt nicht so weit. Die Tür ist auch geschlossen. We can't stay in here too long. They'll find us. When they found us. Jetzt machen Come wir on, keinen hurry. Stress. We've got to find her quickly. Ich mache hier so einen künstlichen Stress. We've got to get out of here. They'll Badezimmer. find us. But not now. Not yet. Amara's not here. Maybe she's in the showers. We can find her there. The water was often cold. When it was cold, we ran away. But when it was hot, then she came to Renee under that cruel white light. I can still feel the shivers her body gave me. Everything must return to how it was. If we recreate that magic, she'll come to us. Also das Wasser aufdrehen, würde ich mal sagen. Das kalte Wasser. Was ist hier? Hier die Duschen. Das ist so furchtbar dunkel. Man sieht ja gar nichts. Okay. Was ist hier? Hier ist Umkleide. Über diesen kleinen Zimmerchen. Also es geht da. Geht's runter auf alle Fälle? Ist hier ein Lichtschalter? Das funktioniert, ja. Oh, hier sind die Wasserhähne. Was steht da? Ich kann es nicht lesen. Ach, falsche Taste. Ah, da können wir auch mal kurz alles. Ja. Memories. Medical Records. Also, was steht da? Das ist Cucine, das ist wahrscheinlich die Küche. Und was steht da? Dantori, keine Ahnung. Was steht da? Keine Ahnung. Können ja alles aufdrehen, oder? Wenn es funktioniert. Drehen wir alles so weit nach rechts. Lavanderia, genau. Das ist wahrscheinlich das Badezimmer. Lavanderia. Wardbars, sag ich ja. Now we have water. We must switch the boiler on. Ja, habe ich das nicht gerade. Ich dachte, ich hätte das gerade gemacht. Nee, ist der Boiler da? Nö. Seltsames Rätsel. Ist das hier unten? Gibt es hier nirgendwo einen Lichtschalter?
da nicht verrückt? Oh, was ist denn? Gibt's hier? So, jetzt ist da Licht. Aber was das hilft, weiß ich auch niemand, oder? Was genau ist das denn jetzt? Ist es eine Waschmaschine, oder? Ich drehe einfach an allen Hebeln, ohne eine Ahnung zu haben. Es ist auch gut, ey. Aha. Das muss man auch abschließen wahrscheinlich, bevor es geht. Jetzt etwa. Aha. Ist das der Boiler? Das ruckelt jedenfalls und es geht gar nichts mehr. Now everything is ready. We can go to the bathrooms. We can go along that narrow corridor in the kitchens. We'll meet her in the showers, yes. Klingt ein bisschen pervers. Dass wir jetzt in. Dass wir sie jetzt in den. Also in der Dusche aufsuchen. Hier ist aber nicht die Dusche, ne? Nee. Hier kommt man noch nicht raus. Schade. So, da ist die Küche. Hier waren die... das Badezimmer, ne? Nee, das ist nur Toilette. Das heißt, ich habe die Dusche eigentlich noch gar nicht gefunden. Ja, wo... das ist alles so dunkel. Furchtbar dunkel. Also hier war der Boiler... hier ist einfach nur eine Umkleide. Oder so, und sonst so ein komischer Raum. Da geht's runter zum Boiler. So, okay. Das heißt, hier war es nicht. Ja, wohin denn? Da! Ach so, das ist jetzt plötzlich offen. Das war aber vorher nicht offen, soweit ich weiß. Mach mal das Licht an hier. Ist es jetzt an gewesen, oder? Ach, na bitte. Es war, glaube ich, schon an, aber es ist trotzdem so dunkel. Oh, da sieht man ja nichts. Steht ein dummes Fahrrad da rum. Das bezweifle ich auch, dass die so viele Fahrräder hier haben. Da ist die Frage, was nachträglich hier hingekommen ist und was schon, ich sag mal, zum Inventar gehörte. Ja, ach, jetzt bin ich wieder hier oben. Ist auch seltsam. Manchmal sind dann... es war vorher, war das ja blockiert. Hier. Es war hier blockiert. Wie kommt es, dass es jetzt entblockt ist? Also so eine richtige Logik steckt nicht dahinter. So, wenn ich jetzt noch wüsste, wo nochmal die Duschen waren, muss ich mal auf den Plan gucken. Ja, ich muss, glaube ich, das... Englische haben. Es steht da Conference Rooms, Toilets 11 und 12. Das ist bei 11 und 12 wahrscheinlich. Wie sucht man denn nochmal? Ach so. 11 und 12. Also 12 ist 1 und 11 ist 1. Achso, so ganz links hinten durch. Ja, okay. Ja, ich glaube, ich erinnere mich. Okay, mal gucken, ob sie hier ist. Nee, was nicht hier? Hier war's. Ach ne, die Duschen waren... das sind ja nur Toiletten, genau. Die Duschen waren oben. Das heißt, ich muss immer nach oben. Genau. Ganz gemächlich. So, das heißt, wir gehen nochmal nach links da. Hier ist Gynäkologie. Wo war das nochmal? Hier ist das. Was hier? Nee, nee. Dann war es halt weiter in den anderen Korridor. Sieht alles so gleich aus. Schwierig, das im Kopf zu behalten. Diese komische Folterkammer nenne ich es mal. Ja, wie, was denn? Wo ist denn jetzt die Dusche? Mann. Also, was steht da jetzt? Surgery, Gynäkologie, Radiologie, Surgery, Cyclinic, Laundry. Patient Store und Argonosis Room. Stairs.
Ja, keine Ahnung. Ich hab vergessen, wo die Dusche ist. So wohl doch unten. Oder ist sie ganz hinten dadurch? Nee, da war keine Dusche. Die Dusche war irgendwo hier. Das ist, dann ist vielleicht doch unten. Ich hab mich doch geirrt. Komische Lifter. So, wo war jetzt dann Dusche? War das dann hier? Nee. Ja, was denn jetzt? Hier waren die Duschen nicht. Now everything is ready. Ja. We can go to the bathrooms. We can go along that narrow corridor in the kitchens. We'll meet her in the showers, yes. Ja, schau es, aber ich weiß nicht mehr, wo die waren. Not in this ward, not an observation, remember? Let's go to the calm ward. Calm Ward? Ist es da hinten? Ich weiß halt echt nicht mehr, wohin. Sie muss mir echt sagen, wie, wo, was. Hier dann? Waren hier die Duschen? Überall nur ganz normale Räume. Türen wieder alle geschlossen. Auch ganz normale Zimmer. Ganz normale Zimmer. Ach. Mein Gott. Ach, hier, jetzt Zettel. Ach, okay. Die Duschen. Kann man das Licht hier anmachen? Es flackert aber. Everything's ready. Let's get undressed and leave our clothes on the hooks in the changing rooms. Let's get undressed. Zieht sich jetzt aus. Gut, dass es First Person ist, würde ich mal sagen. Oder schlecht, abhängig davon, wie sie aussieht. Da will sie jetzt duschen. Das sieht ja echt toll aus, also. So, wo will sie jetzt ihre Klamotten aufhängen? Hier. Und sie hat auch so ein weißes Ding an. Okay. Und jetzt geht sie unter diese rostige Mistdrecksdusche. Oder ach so, das ist eine Erinnerung jetzt. Let's turn the water on now, and everything will be as before. Okay, das ist eine Erinnerung. Wo dreht man dann das Wasser auf? Ist da ein Hebel? Ja, es hat aber geruckelt. Wow, okay. Das hat mich so ein bisschen erschrocken. Okay. Mit so viel Nacktheit habe ich jetzt nicht gerechnet. Sie werden halt geduscht. Sind alle ziemlich entweder abgemagert oder dick, aber normale Körperproportionen hat da irgendwie keiner. Oh je. Also, ich fühle mich nicht wirklich wohl, was das hier angeht. Sie sehen aus wie Puppen. Und hier gehe ich hin, was? Oh, hier sind die beiden. Ja, und die ist die einzige, die gute Proportionen hat. Ich meine, bitte. Okay. Amara was the only thing Renee had. They separated them. Renee went to the slightly agitated ward, the one that terrified everybody. Okay. Also es ist etwas zwischen einer Liebes- und Freundschaftsbeziehung. Irgendwie etwas dazwischen ist schwer zu beschreiben, wahrscheinlich weil sie mit sonst keinen sich anfreunden konnten. Jetzt funktioniert sie wieder sehr stark. Keine angenehme Tonkulisse.
ein wenig Ladebildschirm. Those injections were a torture, the just punishment for what I was doing. And what about her? Who knows where Amara was? They had taken me upstairs into the ward where no one wanted to go. Okay. Können wir jetzt wahrscheinlich in den neuen Flügel gehen? Ich habe trotzdem das Gefühl, dass ich sehr viel verpasst habe. Es sind irgendwie auch zu viele Räume und irgendwie habe ich das Gefühl, man... Ja, also man weiß nie so richtig, wo was ist. Also ob es irgendwo noch versteckte Objekte gibt oder so. Also gehen wir nach oben, nehme ich an, ja. Ich gehe einfach nach oben. Dahin oder dahin? Das ist die Frage. Was steht hier? Semi-agitated Ward ist 6. Okay, dann also dahin. Dann sind wir schon richtig. Und es ruckelt auch immer so dermaßen. When there was too much chaos, they closed all the windows and the door. They turned off the lights, and it was pitch black. Mhm, schön. Some people fell asleep. Hier kann man nicht rein. Some others stopped seeing their demons and became more calm. Alles verschlossen. Ist das gut oder schlecht? Gehen wir mal hier rein. Hier ist nichts. Gehen wir mal in die Badezimmer. Oder ist es nicht die Badezimmer? Das ist nicht die Badezimmer, doch. Oh, Fenster. Oh, ein bisschen Licht hier rein. Ah, Licht. Auch wieder Badewannen. Komisch, diese Badewannen mit Duschen drüber, wenn die eh sowieso da drin stehen, wäre ja billiger gewesen, nur so Duschen zu machen. Diese Schreiatmosphäre ist jetzt nicht so das Angenehmste, muss ich sagen. Ach, und hier kann man alle Fenster öffnen. Trotzdem sind Riegel davor. Gut, hier war jetzt also nichts. Ach, diese Stimmen. Wenn ich nicht wüsste, dass das ganze Spiel jetzt doch nicht so gruselig ist, würde ich mir einen Arsch abkacken, aber... Aber dann habe ich es ja gecheckt. Das war nach rechts. Kleiner Bügel, kommt in den gleichen Raum. Ja. So. Oho! Große Zeichnung. Sehr schön. Was ist das? Ist das ein Schock? Das ist so ein kleiner Folterapparat oder sowas. Sowas, wo man früher gedacht hat, dass man die Leute unter Kontrolle kriegen würde, wenn sie so Anfälle haben. Wenn die elektrische Schocks verpasst. Es geht halt darum, die rabiaten Methoden eines früheren Zeitalters zu zeigen, würde ich mal sagen. Ja und jetzt? Wie, was denn jetzt? Jetzt bin ich hier und ich habe alles gesehen. Kein Objekt und wohin denn? Let's look for Renee's room in the slightly agitated ward. Ja, und wo ist denn ihr Zimmer? Ich dachte, ich hätte jetzt alles. Das ist nicht ihr Zimmer. Was denn? Oh, jetzt sehe ich die Zeichnung zum ersten Mal. Also sehr gute Zeichnung, aber natürlich sehr gruselig. Ja, muss ich jetzt nochmal gucken, ob nicht andere Türen sich öffnen? Geschlossen, 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 geschlossen und verschlossen. Ja, bitte, also wenn diese Türen jetzt alle verschlossen sind, was habe ich denn jetzt verpasst? Wo ist denn jetzt der Raum? Das erste, wo reingeht, ist hier links.
Hier ist offenbar nichts, was getriggert wird. Kann das Fenster nicht weiter öffnen. Die Betten erlauben keine Interaktion. Da hinten rechts war das Badezimmer. Und da war jetzt auch nichts, was ich machen konnte. Nicht, dass es hier irgendwie ist. Nee, das ist wahrscheinlich, war ein früher Durchgang zum anderen Zimmer und das ist zugemauert worden. Ein Fenster oder sowas. Ja, ja, dann ist doch das geradeaus wahrscheinlich ihr Zimmer, aber... Dann habe ich irgendwas verpasst zum Triggern, nehme ich an. Ich verstehe es nicht. Ich hänge. Sagt aber das Gleiche. Hier kann ich auch nichts aktivieren. Ach Gott. Was ist denn so schwer? Was mache ich denn falsch? Wo ist es denn? Also, hier ist offensichtlich kein Privatzimmer. Hier ist irgendwie so eine Untersuchungsgeschichte. Hier war mal ein Bett, nehme ich an. Oder sowas. Und hier ist dann die Umkleide gewesen, zum Arzt wahrscheinlich, wo man sich ausziehen konnte. Hier ist alles zu. Ist mal immer an der linken Wand entlang, nichts zu verpassen. Hier ist zu. So, immer an der linken Wand entlang, verpasse ich nichts. So, hier ist nichts, hier ist nichts, hier ist nichts. Ist noch nichts. Badezimmer. Badezimmer, 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 linke Wand, linke Wand, linke Wand. Noch Badezimmer. Ich habe das Gefühl, es ist doch was in dem Zimmer hier und ich habe das noch nicht erkannt, weil es das Einzige ist, was offen ist. Ich glaube, es bringt halt nichts, jetzt nochmal diesen Korridor entlang runter zu gehen. Habe ich irgendwas hier verpasst? Gibt es keinen Lichtschalter oder sowas? Nee. Geschrei geht mir auch unglaublich auf den Keks. Ich wüsste jetzt nicht, dass ich was verpasst habe. Hier geht's offensichtlich nicht rein. Dann nochmal an der linken Wand entlang. Nö, nö, nö. Hier ist auch nichts mehr. Ja, jetzt bin ich hier draußen, ne? Ich gehe jetzt einfach mal ein bisschen rum und vielleicht kommt mir eine Erleuchtung oder so. Hier ist immer noch das hier. Nee, es ist halt definitiv da. Es muss irgendwo hier sein, aber ich finde ums Verrecken nicht wo. Das kann doch wohl nicht sein. Da ist es ein Bug im Spiel. Ich würde dem Spiel alles zutrauen, dass da irgendwie ein Bug drin ist. Ich habe so eine Idee. Ich lade das Spiel jetzt einfach neu. Also ich gehe aus dem Menü raus, also ich gehe ins Hauptmenü und dann lade ich es einfach nochmal neu. Das mache ich jetzt einfach. Weil es lädt einen nämlich nicht zum Checkpoint, sondern zum letzten Kapitel oder was auch immer das heißt. Ja, ist jetzt ein bisschen blöd für das Let's Play, aber so passiert das halt mal. Also... So dramatisch und eindringlich wie die Erfahrung mit dem Spiel jetzt ist, finde ich bisher es trotzdem nicht so prickelnd, muss ich sagen. Also vor allem
legt die Technik halt ganz viele Hürden da dahin, die eigentlich nicht da sein sollten. Es kommt mir eher so vor, als könnte man das Gleiche halt in einem Film viel besser darstellen, als in einem, so einem Spiel, das dann so einen ja, forciert künstlichen Aspekt hat. Ja, also dieses, ja, also künstlerisch meine ich. Dieses Indie-Spiel, das dann gelobt werden muss, weil es so anders ist. An sich ist es einfach nur schlechte Technik und eine minimale Story erzählt mit ein paar Artworks. Es kann mich nicht so in seinen Bann ziehen. Es sieht auch alles zu gleich aus. Es fehlt ein bisschen an Atmosphäre, muss ich sagen. Es passiert nichts, was man nicht erwartet hätte. Das kommt auch dazu. Es ist keine Überraschungsmomente, kein Oha- oder Aha-Erlebnis. Jetzt gucken wir mal, ob das Laden des Kapitels etwas bringt. Vielleicht war ich auch nur zu kritisch und selber zu dumm, um etwas im Spiel zu erreichen. Und das war dann so mein letztes Mittel. So, wo sind wir jetzt? Jetzt sind wir in der Dusche wieder, okay. Im Badezimmer. Das heißt, es hat uns wieder dahin zurückgeworfen. Dann müssen wir jetzt wieder den ganzen Weg nach oben gehen und alles wieder frisch triggern. Aber vielleicht ist es gar nicht so schlecht. Vielleicht ist es wirklich gar nicht so schlecht. So. Jetzt gehen wir einen Stockweg nach oben. Wieder. Und dann gehen wir wieder in den Flügel rein. Ein paar Mal ruckeln, ein paar Zwischensequenzen sehen. Aber wer weiß, vielleicht geht's diesmal. So, ruckel, ruckel. Jetzt kommt's. When there was too much chaos, they closed all the windows and the door. They turned off the lights and it was pitch black. Some people fell asleep. Some others stopped seeing their demons and became more calm. More calm, sagt man nicht calmer? Ist ja ein zweisilbiges Adjektiv. Egal. So. Ja, was denn? Nein, ich finde immer noch nichts. Das gibt's doch nicht. Hier geht nichts auf. Ich werd verrückt. Lässt sich nichts triggern. Ja, das ist wahrscheinlich mein Fehler. Wahrscheinlich finde ich das die Lösung nicht. Ich hänge. Tatsächlich. Das heißt, das Frischladen hat gar nichts gebracht. Ich gehe A wie verrückt, wenn man nichts sieht. Oh, da ist eine Akte. Oh, ich habe die Akte nicht gesehen. Das gibt's nicht. Dear Director, das war's. Could you please let me know how my daughter, your patient Renee T, is getting along? I've written to my daughter several times, but have received no reply. I'm very worried, particularly as I've been ill for some time and have not been well enough to come and visit her. Please kindly let me know when it will be possible for me to bring my daughter home. Your humble servant, Ada T. Bring this letter to the attention of Dr. C, so he can assess the potential discharge of the patient. Und jetzt? Let's look for Renee's room in the slightly agitated ward. Was? Nein? Das war noch nicht mal was? Das ist noch nicht mal... Das war noch nicht mal Teil der Story, oder was? Ich werd verrückt. Ich werd verrückt. Es war nicht Teil der Story. Glaube ich zumindest. Oder vielleicht wird jetzt etwas getriggert, wenn ich jetzt in den Raum zurückgehe. Nein? Nein? Ich bin am Verzweifeln. Ich habe keine Ahnung, was das Spiel von mir will. Jetzt geht's mir so langsam echt auf den Keks. Immer der gleiche Hintergrundmist. Keine klare Anweisung zu Renés Raum in diesem
Flügel, aber wo er ist, kann niemand sagen, weil alle Türen sind geschlossen. Ich kann nur in diesen Raum rein. Die Betten, da gibt es nichts, was ich irgendwie anklicken könnte. Ich bin jetzt zum 20. Mal hier drin und ich sehe nichts. Hier sind die Badezimmer. Und da war auch nichts. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Ich habe keine Ahnung. Wir sind im richtigen Flügel. Aber wir finden die Tür nicht. Den Raum nicht. Also, das Gefühl, man verarscht mich hier. Das ist der einzige Raum, in dem man was machen kann. Und der ist es offensichtlich nicht. Das ist ein Untersuchungsraum. Es müsste halt ein Raum hier aufgehen, aber... Alle abgeschlossen. Alle abgeschlossen. Was soll ich denn machen? Was soll ich machen? Ja. Ich kann halt nur nochmal zurückgehen, auf der Karte gucken, ob es vielleicht doch nicht in diesem Flügel ist, ob ich mich geirrt habe. Ob es doch in eine andere Richtung geht. Mal nochmal kontrollieren, weil hier... Semi-Agitate, ja doch, stimmt doch. Partially Agitated Women. Ist ja in dem richtigen... Ich bin im richtigen Gang. Es ist in 12. 12 ist Patient Stereo Room... Storeroom Archive. Agitated. Surgical Ward. Ich kann trotzdem nochmal versuchen, hier hinzugehen, aber. Ja, okay. Also, wenn ich das jetzt nicht bei diesem Mal, wenn ich jetzt dieses Mal hier nochmal durchgehe und trotzdem nichts finde, dann höre ich einfach mal auf. Gerade keine Lust mehr, vielleicht hier immer nochmal drüber nachdenken, vielleicht finde ich dann doch noch irgendwo etwas. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich jetzt hier nichts weiter finde, dass ich ratlos weiter davor stehen werde. Ja, alle Türen, also ich mache es jetzt gerade super systematisch, aber... Das kann ich das Badezimmer zum 10. Mal angucken. Und hier auch zum 10. Mal. Oh. Das ist das toll, okay. Sie will Dunkelheit. Oh Gott. Mein lieber Scholli. Das könnte, hätte man mir auch sagen können, wenn man reingeht. Wie blöd ist das denn, ey? So, und zack. Jetzt hat er. Nee. Soll ich da noch die Rollläden oder irgendwie was zumachen? Geht da noch was zu? Nee, da geht nichts mehr zu. Ich kann nichts mehr zumachen als das. Also X und dann... Jetzt die Back-Taste vielleicht. Ich sehe kein Licht mehr. Ich sehe doch selber gar nichts mehr. Wenn ich jetzt zumache von außen. Ja,
Es ist so dunkel. Also. Ah, jetzt funktioniert es. Wieso funktioniert es plötzlich jetzt und vorhin hat es nicht funktioniert? Ach, das ist doch irgendwie bescheuert. They gave you a cold shower. They suffocated you with a sheet. Ja, haben sie sich getötet oder nicht? Nee. They tied you to the bed. They tied me to the bed. A woman died next to me, choked by her own vomit. Das ist nicht so schön. She was tied down because she wouldn't stop pleasuring herself. I can still hear her death rattle. I screamed, but nobody came. Everybody screamed in there, all of them. It was then I saw the doll, which wasn't Charlotte. No, she wasn't Charlotte. Irgendwie zu viele komische Eindrücke. Es ist schwer einzuordnen. Was da passiert ist, um was es geht. Sehr schwer einzuordnen. Schwer zu einzuordnen, also schwer zu verstehen, was sie einem erzählen wollen. Ist mir fast schon zu mystisch. The past was like the present. That doll, that man, the shame. Renee was increasingly divorced from reality. How will I ever find out what really happened? How will I ever find Amara again, if I can't even find myself? Okay, also nachdem ich dann die Lösung zu diesem, ich sag mal, Rätsel doch gefunden habe, aber es ist abgeschlossen, na gut, würde ich sagen, ist erstmal genug wieder Let's Play und ich werde dann an dieser Stelle vielleicht einfach mal demnächst weiter zocken. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal dann. Tschüss!